Okay. Jetzt kommt ein besonders heikles Thema. Ich wünschte, ich hätte mir gestattet, glücklicher zu sein. Was Sterbende am meisten bereuen. Pflegerin hat 5 Lebenslektionen aus den Gesprächen mit Todkranken destilliert. Sydney, Bangkok. In der Hollywood-Version sind Wünsche von Sterbenden grandios. Einmal Fallschirmspringen, einmal wie Krösus im teuersten französischen Restaurant in Paris essen, einmal auf Großwildjagd gehen, das alles tun Jack Nicholson und Morgan Freeman in den Rollen der todkranken Patienten Edward und Carter 2007 im Film Das Beste kommt zum Schluss. Im wahren Leben haben Sterbende Wünsche, die weder Geld noch Hollywood erfüllen können. Sie bedauern zu viel Arbeit und zu wenig Glückssuche. Das sollten sich die Lebenden hinter die Ohren schreiben. Und zwar so früh wie möglich, findet die Australierin Bromi War, die jahrelang Sterbende gepflegt hat. Keinen meiner Pfleglinge hörte ich rückblickend klagen, er wünschte, er hätte mehr gekauft oder besessen. Keinen einzigen, beschreibt sie. Sie hat aus dem, was viele Menschen am Ende ihres Lebens am meisten bedauern, einen Leitfaden für die Lebenden gemacht und damit einen Riesenerfolg gelandet. Ihr Buch 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, wurde seit dem Erscheinen im Frühjahr 2012 in viele Sprachen übersetzt. Am 11. März erscheint es auf Deutsch. War's Botschaft: Liebe dich selbst mehr. Man sagt sich, das kann ich ja später noch machen. Aber es ist egal, ob man 40, 50 oder 60 ist. Der beste Zeitpunkt, etwas anzupacken, ist immer jetzt sofort, sagt die 45-Jährige. Der Buchtitel ist irreführend. War berichtet zwar ausführlich über ihre Patienten und die Gespräche. Im Mittelpunkt des Buchs steht aber ihre eigene Lebensgeschichte und die Suche nach dem Glück mit viel Nabelschau und langen Betrachtungen des Seelenlebens der Autorin. War wuchs auf einem Bauernhof auf, ging auf eine Klosterschule und arbeitete in einer Bank. Dann schmiss sie den Job aus Angst vor Alltagsroutine und zog in die Welt. Zurück in Australien landete sie mehr aus Verlegenheit und ungelernt in einem Pflegejob mit Wohnrecht, um Miete zu sparen. Während sie die Kranken unterhielt, pflegte und beim Sterben begleitete, halfen die Weisheiten der Kranken ihr aus Depression und Lebensmüdigkeit zurück ins Lebensglück. Schauen Sie mich an, ich sterbe. Wie konnte ich nur jahrelang darauf warten, frei und unabhängig zu sein, lamentiert etwa Wars Patientin Grace, die es jahrelang mit einem kauzigen Mann aushielt. Ich hätte mir auch ein paar Sachen für mich gewünscht und dazu hatte ich einfach nicht genug Mut. Bedauern Nummer 1, sich nicht selbst treu gewesen zu sein, sondern gelebt zu haben, wie es andere erwarteten. Josef bedauert zu viel Arbeit. Jude, dass sie ihre Gefühle nicht zum Ausdruck gebracht hat und Doris tut es um viele eingeschlafene Freundschaften leid. Rosemary sagt das, was bei War selbst einen wunden Punkt berührte. Ich wünschte, ich hätte mir gestattet, glücklicher zu sein. Was für ein jämmerlicher Mensch ich gewesen bin. War bezeichnet sich in dem Buch als das schwarze Schaf der Familie mit einer stürmischen Beziehung zu ihrem Vater. Sie driftet, sucht den Sinn des Lebens und erkundet ihren Mangel an Selbstwertgefühl. Es war ein schwieriger Lernprozess, mir selbst mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen, schreibt sie. War verfasste die Memoiren, wie sie das Buch selbst nennt, während der Schwangerschaft, bevor ihre Tochter Elena vor einem Jahr geboren wurde. Heute arbeitet sie als Autorin und Songschreiberin. Vergesse bitte nicht, auf den Abonnier- und mir gefällt-Knopf zu klicken und mit deinen Freunden zu teilen.
Das war